Hilfe, mein Kind schreit zu viel. Ist es ein Schreibaby? Was ist eine Schreiambulanz? Schreien ist ein Symptom, was Eltern sehr beunruhigen kann. Schreien an sich ist erstmal nichts Schlimmes. Es ist die Möglichkeit des Babys, sich zu äußern, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und eine Mutter wird nach kurzer Zeit auch erkannt haben, was das Schreien ihres Kindes bedeutet. Es schreit anders, wenn es Hunger hat oder eine nasse Windel hat oder sich einfach nur unwohl fühlt. Und es schreit ganz anders, wenn es wirklich krank ist. Es gibt aber einige Kinder, die deutlich mehr schreien als andere Kinder. Es gibt dafür auch Definitionen und von einem Schreibaby spricht man, wenn ein Kind mehr als 3 Stunden am Tag, an 3 Tagen in der Woche, in 3 aufeinanderfolgenden Wochen schreit. Dann spricht man per Definition von einem Schreibaby. Nicht immer stecken organische Ursachen dahinter. Oft findet man gar keinen Grund, warum das Baby so kommuniziert mit uns. Schreiambulanzen sind spezielle Sprechstunden, die sich oft an größeren Kinderkliniken oder Universitätskinderkliniken befinden, die eingerichtet worden sind, um Eltern zu helfen, die den Eindruck haben, dass ihre Kinder übermäßig viel schreien oder die es so beunruhigend finden, dass ihre Kinder immer wieder anhaltend schreien. Vielfach wird dann versucht, in diesen Ambulanzen nach einer Ursache zu suchen und vor allen Dingen die Interaktion zwischen Eltern und Kind zu verbessern, den Eltern auch Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie sie mit diesem vermehrten Schreien ihrer Kinder umgehen können.